Bonjour bei CSV TV, wo wir uns heute mit dem Thema Logement beschäftigen. Ja, Wohnen zu Lützburg ist noch immer ganz teuer. Und dafür hat CSV für eine Zeit schon eine Orientierungsdebatte an der Chamber angefragt, um zu wissen, in welche Richtung die Regierung eigentlich will gehen im Bereich Logement und natürlich auch für eigene Propositionen zu machen. Für CSV schafft Marc Lies ganz viel auf dem Dossier und dafür ist sie noch heute bei uns im Studio. Bonjour. Den Wohnungsmarkt zu Lützburg ist ja echt ein spezifischen, für wer überhaupt? Ja, gut, ich meine, Lützburg ist eine ganz spezifische Situation, was du wusstest, geht. Just als Beispiel, letztes Jahr ist das Land 13.270 Einwohner gewusst. Guck dir das zum europäischen Plan, so als das im Moment eine Croissance von 23,3 Promille. Guck dir nicht europäisch, das sind 3,4 Promille. Wusstest du, dürfen wir merken, dass das ganz spezifisch, wo das Land sich da befindet. Den Staat hilft ja aber auch schon den Leuten beim Wohnungsbau. In welcher Form müssen die das dann? Ich meine, der Staat den hilft auf vielen Bereichen. Das ist natürlich mal Tetto-Logement, Tetto-la-Pierre, TVA-Logement, aber auch der Kreditimpôt und dann auch noch der Pack-Logement, der Pack-Logement, wo dann im Moment verschiedene Mesuren ergreifen gehen, für die Leute dann im Moment weiterzuhelfen. Just als Beispiel 2013, da sind beispielsweise 30.745 Dossiers von der Eto-Logement traitiert gehen. Bei der Aide à la Pierre von 2013 30 Millionen und Gemengen an den Promoteur Publik am Kader vom Mietwohnungsbau auf vom subventionierten Wohnungsbau ausbezahlt. 50,3 Millionen gehen über das Paktlogement und Gemengen ausbezahlt. 46.000 Dossiers gehen im Jahr 2013 am Bereich von der TVA-Logement verschafft, wird dann dem Moment 222,2 Millionen der Staat auch kostet. Der Kreditimpôt hat auch nach ein 139,8 Millionen ausgemacht, sodass effektiv letztes Jahr am Ganzen ein 489,7 Millionen ausbezahlt sind. Das sind also die Mesuren, die helfen, die los schon gehen. Aber es geht ja auch darum, die Situation weiter zu verbessern. Was gibt CSV dann da proposieren? Ich meine, wie man doch schon im Wahlprogramm gesucht hatten, respektive das wird auch schon von der vorherigen Regierung ausgeschafft. Genau das ist eine Wohnungsbaugesellschaft, das ist eine EU, wo einfach durch die Umsetzung von dieser Gesellschaft mehr Offer um subventionierten, aber auch um Mietwohnungsbau soll geschafft gehen. Mehr Urreizer wollen wir aber auch gerne beim Wohnungsbau schaffen, wenn es darum geht, nicht den privaten Proprietär oder den privaten Promoteur mal an Boot zu holen, wo wir über die steuerlichen Aspekte dann im Moment auch für mehr Offer gerne wollen sorgen. Der kooperative Wohnungsbau oder das intergenerationelle Zusammenleben ist auch ein Gedanke, den wir feiern, wo es darum geht, auch diese Wohnungsbauformen in Zukunft verstärkt zu fördern. Ob der geringer Wiss muss aber auch in Zukunft verstärkt gebaut gehen, an aber natürlich auch eine Innenverdichtung an der Quartier existant, muss gesorgt gehen, dass eben die Baulücken, die danach sind, dass die in Zukunft dann dem Moment auch können verbaut gehen, sodass all junge Stadt auch den Traum von einer Eigenwohnung in Zukunft sich noch kann erfüllen. Die Agence Immobilier Social als in anderen, eine andere Piste, die man auch gerne wollte, nur gehen, weil effektiv in Do feststellt, dass in dieser Form von Ferienlokationen, zum Beispiel von einstehenden Wohnungen, dass dann im Moment auch Leute, die sozial nicht so gut durchstehen, zu einem mehr billigen Loyer die Wohnungen können für verlohnt gehen. 13 Pisten hat CSV auch noch proposiert, am Kader vom Debat Logement, für zu einer Verbesserung im Wohnungsmarkt zu kommen. Das sind also ein ganz paar die Proposen, dass du mit CSV jetzt auch Gedanken gemacht hast, was die Lebensqualität und Nachhaltigkeit beim Wohnen. Was proposiert er dann noch? Ja, unbedingt, weil ich meine, mir geht oft von Energiearmut geschwärzt, dafür ist es wichtig, dass in dem Moment die bestehenden Wohnungen, dass die energetisch saniert gehen. Und das ist also auch ein Propos von der CSV für ihn, Prä-Atto-Zero, dann in dem Moment da umzusetzen. Und aber auch, weil der Wohnungsmarkt, weil den am Gang als teilweise zu changieren, wo effektiv eine Zerstückelung von den Wohnungen stattfindet, dass dann in dem Moment Lebensqualität, Wohnqualität auch an diesen Logementen in Zukunft noch soll verstärkt gefördert gehen. Und aus dem Grund haben wir eine Proposition der Loire-Gericht, für dann in dem Moment dem entgegenzuwirken. CSV will also weiterhin eine Hand mit anpacken, für die größten Probleme am Logement zu lesen. Marc Lies, vielmals merci für heute. Merci auch. Am nächsten ist Geschwindrem, hier bei CSV TV.